Dr. Bob tackelt Cosimo, das Kaffeekränzchen geht weiter und irgendwie spricht Jan Köppen sehr komisch aus. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Müde, schnell, ja. Bett. Ja, wir machen heute kurz, ist unser Plan für heute, weil es ist spät. RTL hat wieder überzogen. Jeden Tag auch unser Plan. Ja. Ja, wollen wir, damit wollen wir direkt mal anfangen. RTL hat überzogen und zwar nicht wenig. 26 Minuten, hat meine Uhr gesagt. Wir sind jetzt bei Instagram. Mhm. 83 Minuten Überziehungszeit. Damit können andere Sender ganze Dokus füllen mit. Das ist schon fast ein Spielfilm. Ja. Nur fragt man sich nach der heutigen Folge. Wofür? Ja. Welcher Spielfilm? Also eher langsam erzählt, wie so ein alter Tatort. Ja, es war heute so ein bisschen die Fortsetzung des gestrigen Psychogramm-Galerie. Fand ich gar nicht. Na, zumindest gab es jetzt quasi das Psychogramm, was gestern fehlt, und das über Tessa tatsächlich. Das kam heute als erstes, das hat man nochmal nachgeliefert. Und dann ging es halt ins Übliche wieder ein, tatsächlich. Aber es war noch dieses eine Psychogramm, was scheinbar nochmal nachgeliefert werden musste. Also ich fand, gestern war so ein schöner Rundumschlag und das ja. Jetzt heute, also vorgestern und gestern im Prinzip, also gestern ist ja heute, also Tag 3, so. Ja, Tag 3 im Dschungel. Ist eben, war nicht mehr so wild durcheinander, sondern hatte tatsächlich jetzt ein bisschen Struktur. Und nicht mehr alle wurden irgendwie gezeigt. Ja. Also Lukas zum Beispiel ist einfach weg. Ich habe manchmal seine Rückennummer gesehen. Das passt ein bisschen zu seiner Persönlichkeit. Ich habe manchmal seine Rückennummer gesehen. Cosimo war natürlich viel, viel vorhanden, klar. Cecilia tauchte jetzt auf. Ja, so langsam. Aber nur, weil sie mit Gigi zusammen gelästert hat. Ja. Beide hängen halt sehr viel zusammen. Das ist so wie der kleine Gacker-Club. Es gibt ja noch den größeren Gacker-Club oder den älteren Gacker-Club. Ja. Ja. Und so zieht sich das gerade so ein bisschen durch die Sendung tatsächlich. Genau, das Gegacker, das ist auf jeden Fall wieder aufgegriffen worden, es wurde wieder viel und herzlich gelacht, vor allem Claudia und Verena verstehen sich hervorragend und dann haben eben Cecilia und Gigi gelästert über eben diesen Gacker-Club und fanden das ganz, ganz schrecklich. Ja. Und du hast vorhin getwittert, dass du dich sehr, sehr freust, ja, weil du schon genau weißt, dass ich es hassen werde. Das stimmt gar nicht. Ich hasse das gar nicht. Ich finde das eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde, das hat so eine wohlige Tantigkeit. Ich mag das gerne. Ach, wirklich? Ich hätte jetzt eingeschätzt, dass du das wirklich richtig hast, dass sie da, dass das Harmonie ist, dass Gelache ist, dass da nicht viel passiert. Das stimmt. Es ist schon Harmonie, das stört mich, aber das Gegackere an sich nicht. Das finde ich, sowas Tantiges hatten wir irgendwie noch nicht im Camp. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und das finde ich eigentlich ganz erfrischend. Ja, wie gesagt, wir haben heute mit Damilia entdeckt, wie sie wunderbar über sich selber lachen kann und hat dann selber den schönen Gag gemacht mit dem Sprung auf dem Flugzeug, ob dann auch ihre Lippen das durchhalten. Wunderbar tatsächlich. Also es ist einfach eine einzige Freudigkeit und man hatte echt so ein bisschen den Verdacht, oh Gott, das sind ja alle, fühlen sich alle irgendwie sympathisch und auch irgendwie auch nichts erzwungen. Ja, am Ende hat der RTL nochmal was nachgeliefert, dass es doch ein bisschen Streit gibt mit zwei Protagonistinnen, wo ich es nicht direkt erwartet hätte, mit Verena und Jana Urkraft. Wobei, wollen wir Urkraft sagen? Ja, weiß nicht, sagen wir Urkraft? Sagen wir Urkraft? Ich bin noch nicht entschieden. Eigentlich müssten wir Jana Urkraft sagen, weil es ist ja groß geschrieben. Ich sag einfach immer nur Jana. Urkraft! Weil ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich das möchte. Du hast noch nicht das Signal vom Universum empfangen, du hast es noch nicht aufgenommen, diese Wissensgabe. Setz mich morgen mal tagsüber ein bisschen hin und channel so ein paar Energiebälle zwischen meinen Händen und dann fühle ich einfach mal da rein. Soll ich dir ein informiertes Bier reichen? Vielleicht kommt es dann. Den Zoff, den finde ich gut. Den fand ich wirklich gut am Ende, weil der gezeigt hat,
dass Jana auch anders kann. Ja. Und dass es durchaus Potenzial gibt, sie, also man kann sie irgendwie reizen. Und ich hoffe sehr, dass auch ihr irgendwann die Einöde, die kurzen Nächte und das wenige Essen irgendwann auf den Sack gehen. Und ich glaube, gerade mit Verena, da kann sie sich schon, das wäre ganz gut. Also ich glaube, da habe ich ein bisschen, da habe ich tatsächlich Hoffnung, dass da noch was rauskommt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es das Essen oder die kurzen Nächte sein werden. Ich glaube, daran ist sie im Zweifel gewöhnt oder über so was Materialistisches wird sie sich nicht aus der Reserve locken lassen. Aber wenn da halt so Leute sitzen wie Verena, die, sagen wir es mal so, sich vollständig über das Materialistische definieren und sehr viel, ja, nerven, einfach nerven tatsächlich, das wird sie außerhalb der Reserve locken. Weil sie Menschen kann sie, glaube ich, am wenigsten ertragen. So Natur, wenig Essen haben, irgendwie Schlaf, Mangelware, damit kommt es ja alles klar. Bei Menschen, das ist ihr Todfeind, das sage ich dir. Ja, ist, also hätte ich wäre jetzt auch nicht, wäre jetzt nicht so mein, also ich meine, sie geht viel, du, also ich meine, sie geht viel in den Wald und ist irgendwie alleine meditiert, ne? Ja, das aber, ist jetzt nicht neu in bei Dschungelcamp. Also noch hat sie ja keine Steine gestapelt. Das ist. Ach ja, gut. Wir driften wieder komplett ab. Haben ein bisschen umschifft. Ja, wir haben es ein bisschen umschifft und jetzt müssen wir über Tessa reden. Ja. Du über deine Theorien und ich über den Plan, den ich meine erkannt zu haben. Also ich, so wie sie es macht, finde ich es ganz hervorragend, ehrlich gesagt. Wir haben einiges, da haben wir echt einiges jetzt zu besprechen und ein bisschen auszupacken. Was gab es? Es gab diese mal wieder, ja, sehr nicht ganz toll ausgeführte Dschungelprüfung, dann ein großes Beschweren hinterher. Es gab eine Flucht vor dem Interview danach, hatten wir so meines Wissens noch nie. Und die haben dann auch sozusagen einen Beitrag daraus ja gedreht, dass sie abhaut und den Interviewer wegläuft. Dann stellen sich Ranger in den Weg, die sie dann umlaufen hat, um schnell zurückzugehen, sich irgendwie zum Dschungeltelefon zu schleichen, dann auszuziehen und schnell in den Weiher da zu springen, um sich zu waschen. Ganz große, finde ich, ganz große Sternstunde der Selbstermächtigung der Camper über den RTL. Ich bin echt gespannt, ob das noch irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Man hat jetzt vorhin bei der Schalte ins Camp nicht, also man konnte ihnen zumindest nichts anmerken, aber das fände ich interessant, ob das noch irgendwie aufgearbeitet wird. Aber war groß, fand ich ganz super. Ja. Und auch während der Prüfung dieses Kokettieren damit, ach komm, das hat doch jetzt keinen Sinn, Cosimo, lass aufhören. Dann ein bisschen reden über ihre bipolare Störung, ein bisschen eine Träne verdrücken, weil sie an ihre Kinder denkt. Ich finde, die du bist so kalt. Wieso bin ich kalt? Also ich fand den ersten Beitrag tatsächlich sowas einfach herzlich. Sie hat einfach ein bisschen erklärt und das war halt mehr auch nicht. Es war ein bisschen empowernde Musik, alles war super. Ich glaube, für die, also du kannst ihr, glaube ich, nicht den Beitrag vorwerfen. Nee, die will ich ihr nicht vorwerfen. Nein, nein. Aber ich glaube, die weiß ganz genau, was sie tut. Das ist was anderes. Und die dosiert es hervorragend. Okay. Die dosiert es wirklich hervorragend. Für Dschungel macht sie genau das, was man braucht im Moment. Ich weiß nicht, wie lange sie das durchhalten kann. Sie darf es auch nicht zu sehr überreizen. Hat natürlich jetzt das Glück, dass es ja noch diesen Essensstreit dann später gab. Und Jana als andere gemeldete Nicht-Fleischesserin dann mit ihr immer sozusagen Sonderportionen kriegt und die wollen die alle anderen haben, weil die keinen Bock auf Krokodil haben oder so. Das heißt, sie hat noch eine andere Verbündete im Camp. So ganz alleine steht sie nicht da. Sie ist nicht so isoliert. Also könnte dafür sprechen, dass sie es irgendwie beibehalten kann. Im Moment finde ich das einfach hervorragend von ihr inszeniert. Ich weiß nicht, ob es inszeniert ist, aber was man halt definitiv sehen kann, dass da also was Art wie eine Entwicklung oder eine Veränderung stattgefunden hat. Also wenn wir gucken, Tessa der ersten Folge, Tag 1, weinerlich, bei dem kleinsten Minimal Andeutung eines Konflikts komplett aufgelöst und alles auf sich bezogen. Tag 2 eine so eine sehr krasse Kontrolliertheit und so jetzt Tag 3
ich nehme die Dinge in meine Hand und ermächtige mich über alles. Ich frage mich nur, wo das hinführt. Also, wie lange hält das durch? Meine Theorie war irgendwann, ja, es wird in Erleuchtung wird es enden. Ach so, dann doch Steine stapeln. Erleuchtung und Liebe. Ja. Meine Theorie in der vorigen Folge war ja tatsächlich, dass das quasi vom RTL auch, der RTL spielt da mit, zumindest, oder leitet das Spiel an, im Sinne von, um quasi dieses Dauerabo zu lösen. Und vielleicht, weiß ich nicht, also ich sehe mich noch nicht komplett widerlegt, aber die Füße sind tonender. Also ich sehe das nach wie vor nicht. Ja. Dass sie davon wegkommt. Wie sollte es auch passieren? Jetzt halt nicht mit Cosimo zusammen. Haben sich die Zuschauer offenbar dazu entschieden, den wollen sie einfach nicht sehen, weil sie den nervig finden. Ja. Also richtig nervig. Ich, ja. Das Geschrei war auch echt ein bisschen viel. Das ist tatsächlich massiv übertrieben. Also der spielt das. In den Prüfungen spielt er das. 100 Pro. Aber es ist, sehen halt alle, der ist halt ein sehr schlechter Schauspieler. So wie halt sein Klischee aus den 90ern aus Filmen entstammt, wo alle nur schlechte Schauspieler waren. Ja, also Gigi. Das ist jetzt die spannende Frage. Warum ist jetzt Gigi mit in der Prüfung? Ja, wegen der Lästerei wahrscheinlich. Wahrscheinlich, so. Aber immer noch, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht mal den ersten männlichen Dauerprüfungskandidaten sehen. Wir sind 2023, Gleichberechtigung. Sehe ich absolut 50%. Nicht. Sehe ich absolut. Warum sollte man jetzt nicht Tessa wieder weiter wählen? Weil sie im Zweifel die Nummern einfach kontrolliert abarbeiten wird. Mit irgendwie 3, 2, 4 Sternen. Das sind halt, es sind zwar wenig Sterne, aber es sind immer noch genug Sterne, dass keiner im Camp monieren kann, dass sie sich nicht Mühe geben würde. Inklusive halt, weil sie halt das Narrativ kontrollieren kann im Camp, was in der Prüfung passiert ist. Das kannst du dann nur wieder durchbrechen, wenn du die alle wieder in die Prüfung schleppst als Zuschauer. Und ich glaube, das macht der RTL auch wirklich nur in Ausnahmesituationen, um zu beweisen, da bricht einer sofort ab. Ich glaube, das war vor X-Staffeln mit was, die Österreicher? Bist du nicht immer der sagt, dass die meisten Zuschauer gar nicht so weit denken? Ja. Ja. Also ich sehe keinen Grund, warum die nicht wieder gewählt werden sollte. Und ich sozusagen nach dem, was ich jetzt gesehen habe, die erste Prüfung war echt langweilig. Die zweite war ein bisschen, also mit ihr die erste Einzelprüfung. Die zweite jetzt mit Cosimo zusammen war halt so ein bisschen, ja, die waren halt wieder nicht gut. Aber das danach war halt klasse. Und dass man auch gesehen hat, dass sie, oder sie zumindest so getan hat, als hätte sie irgendwie nicht so richtig Bock und immer wütender wurde. Ich finde, also ich fand das auch unterhaltsam. Ich würde Tessa jetzt auch gerne nochmal in der Prüfung sehen. Okay, ich sehe halt jetzt nur einfach, ich sehe jetzt vor mir nur 5 Prüfungen, die einfach komplett stur durchgearbeitet werden mit irgendwie so 5 Sternen im Peak. Und das war's. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie, da würde ich gerne andere Leute sehen. Dort in dem Camp. Da musst du anrufen, denn das hilft ja nichts. Ich bin ja schlauer als der durchschnittliche RTL-Zuschauende. Und du stimmst auf rtl.de ab. Auf Vinario heißt es. Ach so. Und weißt du, warum mich Vinario immer erinnert? An Vinare, was das polnische Maggi ist. Ich krieg sofort Hunger. Pavluscher Sabba-Reflex. Ja, ding, ding, die Glocke bimmelt schon wieder. Ich werde vom RTL getriggert. So. Ja, ich weiß nicht, was mit Tessa wird. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die Nummer jetzt durch ist. Ich bin auch, ehrlich gesagt, bin ein bisschen von Tessa genervt. So. Ist vielleicht auch das tatsächlich. Also, ich habe von Tessa jetzt genug gesehen, ich würde gerne andere Leute sehen. So. Ich hatte ein bisschen Hoffnung auf Gigi, das hat sich jetzt auch mit dem Arsch eingerissen, mit diesem Geläster, mit diesem wirklich dummen Geläster. Ich bin einfach frustriert. Ich gar nicht. Ich finde die Staffel bisher echt gut. Die ist sehr anders irgendwie, hat sehr viele neue Facetten drin. Wenn so dieses Gegacker und sowas, genau, und auch ein bisschen selbstironisches. Wenn mir RTL 90 Minuten lang
Claudia und Damilia zeigt, die einfach durchgackern, würde ich gucken. Das ist Podcast-Material. Mit den beiden würde ich sofort einen Podcast hören. Ich finde das bisher echt klasse. Und ich bin auch ehrlich gesagt von Tessa nicht genervt. Ich bin eher, das ist so eine, wie sagt man denn, das nötigt mir großen Respekt ab, wie gut sie das Dschungel-Playbook zu beherrschen scheint. Mal abwarten, ob das so weitergeht, aber bisher hat die einfach alles richtig gemacht. Die hat sich in den Vordergrund gespielt, um in die erste Prüfung reinzukommen. Die hat sich dumm angestellt in der Prüfung. Die hat dann danach immer ein bisschen was angefüttert, hat dann noch ein bisschen rumgetönt mit dieser bescheuerten, ich will den Tieren nicht wehtun, Ausrede, hat das 20.000 Mal im Camp erzählt, sodass sich alle gedacht haben, so, naja, also irgendwie richtig cool finden wir das nicht. Aber waren ja auch ein paar Sterne, was machen wir denn jetzt bloß? Wenn auch nur die Hälfte von dem, was sie macht, was an Output da rauskommt, gewollt ist, dann ist das schon eine sehr gute Leistung. Das nötigt mir Respekt ab. Okay. Was haben wir denn noch auf der Resterampe? Und ich weiß nicht, ob ich das sagen möchte. Oh ja, bitte, sag. Aber ich fühle mich so ein bisschen an Larissa Marold erinnert. Nicht ganz so cool. Nicht ganz so cool und ein bisschen kontrollierter, weil sie auch nicht mehr so jung ist, wie Larissa Marold damals war. Ich glaube, damit hat das auch zu tun, aber ein ganz bisschen, finde ich, ist da schon was dran. Naja. So. Kurz noch Resterampe oder haben wir nichts mehr? Also wir haben wirklich alles angesprochen, was wir ansprechen wollten, wenn ich es gerade richtig sehe. Wie gesagt, ich hätte gerne mehr Gacker-Truppe. Ich möchte auch gerne einfach einen Beitrag, wo Damilia von Columbo nacherzählt. Einfach sendezeitfüllend. Ja. Ich fand auch das Tanzbattle ganz sympathisch. Die ersten 30 Minuten waren super. War wholesomes. Menschen fühlen sich in ihren Körpern wohl, in ihrem Ich und haben einfach eine freudige Zeit. Das war gut. Und danach wurde es schlechter, sagst du, ne? Und das liegt nicht daran, dass du vielleicht müde warst dann. Es kann gut sein, dass ich mäkelig geworden bin, weil ich müde bin. Ja, ich glaube, das meiste haben wir tatsächlich angesprochen. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben uns jahrelang sehr, sehr häufig beschwert, dass nicht viel passiert ist. Ich finde, so richtig viel ist in dieser Episode auch nicht passiert, aber eben irgendwie einigermaßen auch nicht so richtig wenig. Und als wir schon. Kurzweilig heißt es so schön. Genau, es war super kurzweilig, das wollte ich sagen. Und wir haben ja zwischendurch auch mal so hin und her geschrieben. Und dann, ach du Scheiße, jetzt schlachten diese Dschungelprüfungen über 20 Minuten aus, das wird ja grässlich und es hat ja auch wirklich lang gedauert, aber selbst das fand ich irgendwie okay, das fand ich, die Prüfung selber, gut, die hat halt echt ein bisschen sehr lang gedauert, aber auch das finde ich völlig vertretbar. Wörter mit 14 Buchstaben, also Leute, ich bin nicht sauer, in keinster Weise. Mir hat das gut gefallen. Ich kann nicht so richtig festmachen, woran das liegt. Ich bin nicht genervt. Auf gar keinen Fall. Also bisher bin ich mit dieser Staffel sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. Sollte man mich auch bitte nicht falsch verstehen. Ich bin tatsächlich mit der Staffel bisher sehr, sehr, also sehr gut im Rein und mag sie sehr. Mir gefällt dieses Narrativ von Tessa macht das, kontrolliert, zieht das durch, weil das ist halt einfach so. Wahrscheinlich musst du auch mal anerkennen, Dennis. Ja. Na, muss man einfach auch mal anerkennen. Wenn Bayern München mal wieder Meister wird, dann ist das irgendwie für alle scheiße. Aber muss man auch mal anerkennen, dass sie es dann sportlich doch irgendwie verdient haben. Vor allem, weißt du, dass mir jetzt nicht aus dem Kopf geht, wie Oliver Kahn im Bett ist. Wenn er so wie beim Fußball sei. Er ist der Titan. Ich habe Albträume. In diesem Sinne, falls ihr uns unterstützen wollt, weil uns das hier euch so gefällt, macht das bitte gerne, tut das bitte gerne. Mit einer Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify. Empfiehlt uns gerne weiter. Und falls ihr noch... Sprecht mit euren Nachbarn, euren Cousinen. Sprecht fremde Leute auf der Straße an. Macht. Und filmt sie dabei. Ja. Fragt sie erst, wie viel Miete sie bezahlen in der Stadt, in der sie wohnen, und fragt dann, ob ihr die Wohnung sehen dürft. Und dann, wenn ihr in der Wohnung drin seid, um die zu filmen,
dann könnt ihr den über die Bluetooth-Lautsprecher unseren Podcast zeigen. Genau. Und falls ihr nicht die Mark dem RTL gibt, könnt ihr sie gerne auch uns geben. Alle Informationen findet ihr dazu auf dschungelpodcast.de/unterstützen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt ins Bett, ich habe keinen Bock mehr. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Dennis. Bis morgen.